In der Tat gibt es immer wieder ein Klientel, das alle Musik klasse findet. Hauptsache, sie haben sie schon mal gehört. Auf Platz 1 haben wir 80er Jahre Rocktitel, die jeder von uns kennt. Auf Platz 2 finden wir eher aktuellere, aber ruhigere Musik. James Blunt oder Dido sind also typische Interpreten. Und auf Platz 3 unseres Rankings von insgesamt 22 Musikstilen, die wir abgefragt haben, finden wir aktuelle Dance-Geschichten wie von David Guetta oder Avicii. Wenn man das auch mal mit anderen Bundesländern vergleicht, ist das relativ typisch, was wir hier gefunden haben. Es gibt sicherlich ein Interesse daran, neue Musik zu hören, aber es ist auch ganz klar erkennbar, dass es ziemlich weit im normalen Bereich dessen, was man dann eigentlich kennt, bleiben muss. Alles, was weiter davon abweicht, führt dazu, dass ich nur noch in kleineren Segmenten wirklich hohe Akzeptanzen bekomme. Auch für verschiedene besondere Musikstile gibt es die verschiedenen Märkte, aber es ist doch klar, das ist auch genauso wie vor 10 oder vor 20 Jahren, dass es weiterhin ein Segment gibt, das klassisch Pop-Rock liebt in verschiedenen Varianten, aber doch noch nicht jetzt auf R&B in ganzen Massen dann abwandert. Es ist natürlich auch so die Frage, wie viele Menschen ich denn insgesamt erreichen möchte, welche Altersgruppe ich tatsächlich anspielen möchte. Und in der Tat ist es aber auch so, man braucht manchmal einen langen Atem. Es gibt Beispiele aus der Bundesrepublik Deutschland, dass man bestimmte Musikformate entwickeln kann, im Markt implementiert und die nach einer gewissen Zeit, also das heißt, ich spreche über mehrere Jahre, einfach ein Stammpublikum heranziehen. Die Entwicklungen bei Ego FM zum Beispiel, die jetzt in dieser Funkanalyse Bayern sehr positiv gewesen sind, sprechen sehr stark dafür, dass es einfach auch eine gewisse Zeit braucht, bis ein bestimmter Musikstil sich weiter herumspricht, dass er hörbar ist und mehr Fans dann auch tatsächlich gewinnt. In der Tat ist es so, dass die Musik immer der Haupteinschaltgrund Nummer 1 ist. Das ist heute so, das wird auch in 10 Jahren der Fall sein und es war auch vor 10 Jahren der Fall. Antenne Bayern hat es geschafft, hier eine hervorragende Position zu bekommen. Das konnte man über verschiedenste Analysen dann erkennen und hat hier sicherlich die Marktführerschaft ganz sicher im Griff. Dementsprechend ist es auch mit Sicherheit der wichtigste Einschaltgrund erstmal für dieses Format. Nichtsdestotrotz ist es bemerkenswert, dass Antenne Bayern es geschafft hat, auch im Bereich der Informationskompetenz, zum Beispiel nationale Nachrichten, auf Platz 1 zu liegen. Das heißt, diese Wortbeiträge haben eine hohe Qualität oder hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Und last but not least, das gehört natürlich zu dem Dreiklang mit dazu, auch die Unterhaltungskompetenz ist stark ausgeprägt. Dementsprechend muss man wirklich sagen, da haben viele Leute vieles sehr richtig gemacht.